Dass der heute noch im Parlament sitzt, ist eigentlich eine Schande fürs Parlament. An für sich wollten wir jetzt Bundeskanzler Nehammer zu Wort kommen lassen, aber dann spielen wir den Werner Kogler ab von seiner Rede gestern. Dass die bittersten, die bösesten, die giftigsten und die undemokratischsten und die gewaltauslösendsten Parolen in unserer Geschichte damit begonnen haben. Ein Volk, Sie wissen, was kommt. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Was haben wir von so einem Volk? Ja. Das wird natürlich heiß diskutiert. Das ist natürlich, viele bezeichnen das in den Zeitungen als Skandalrede. Wie siehst du das, Eva? Es macht einen extrem unkoordinierten Eindruck auf mich, um ganz ehrlich zu sein. Ja, also wir haben jetzt nur diesen kleinen Ausschnitt gesehen. Prinzipiell macht es wahrscheinlich wenig Sinn, sowas zu zitieren. Und es, ehrlich gesagt, ich würde es jetzt fast ein bisschen als Ausdruck der Verzweiflung sehen. Oder der Werner Kogler in nicht besonders gutem Zustand. Der, ich weiß nicht, worauf hat er sich da bezogen. Ich habe die ganze Rede jetzt nicht mehr im Kopf. Er hat sich offenbar auf die FPÖ bezogen, dass damit alles wieder beginnt. Er hat sich begonnen aufzuregen über das Begriff Volkskanzler. Was soll das sein? Bruno Kreisky wurde als Volkskanzler bezeichnet, zwei andere ÖVP-Kanzler genauso. Und dann hat er sich in seiner typischen Art reingesteigert. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er kann sich heute entschuldigen und sagen, ich war gestern das, was die Frau Fürst gestern gesagt hat. Die Frau Fürst hatte mir in einer herrlichen Replik nahegelegt, dass man ein bisschen mehr Abstinenz üben sollte. Also entweder stellt er sich heute hin und entschuldigt sich dafür und sagt, ich war in einem Ausnahmezustand. Oder er tritt zurück. Aber das kann man im österreichischen Parlament nicht sagen. Stellen Sie sich auch nur annähernd vor, irgendwas in die Richtung hätte der FPÖler bei seiner Antrittsrede gesagt. Dann hätten wir heute, jetzt in der Früh, hätten wir schon noch immer die Demonstranten vor dem Parlament. Dass so etwas durchgeht, das darf nicht sein. Das ist eine Entgleisung, die jegliche Regel im österreichischen Parlament und im gesellschaftlichen Konsens bricht. Das ist eine Zeit, an die dürfen wir nicht mehr anstreifen. Und das, was er da tut, ist... Also ja, es ist auch der Konnex völlig falsch. Nicht, dass auf der einen Seite hast du den Walter Rosenkranz, der versucht, zumindest, das sind die Vorwürfe, die man gegen ihn erhebt, zu entkräften und irgendwie einen Dialog zu suchen. Und dann hast du sowas und da fragt man sich natürlich, eigentlich müssten ja alle, die wirklich Opfer dieser NS-Diktatur waren, müssten ja eigentlich aufstehen und schreien, wir lassen uns hier nicht missbrauchen für so ein politisches Spektakel, weil es ist ja auch irgendwie eine Missachtung der Opfer dieser Zeit, wenn man jetzt anfängt, das gleichzusetzen. Das ist eigentlich, und auch die Rede per se natürlich völlig absurd. Ja, also mein Urteil, rücktrittsreif, wäre jetzt wahrscheinlich an der Zeit langsam. Oder sie sollen aus der Partei und aus dem Parlament schmeißen.